Meine Damen und Herren, liebe Adler-Fans. Eine Reise ins Ungewisse, eine Reise ins Schöne, eine Erlebnisreise mit überwiegend Erfolg. Das heißt, mit Sieg auswärts. Ganz heftiger Schlag natürlich auch für uns alle. Weil ich weiß genau, wo ich in dem Moment war und ich bin dann weg von der Gruppe und das war furchtbar. War einfach eine ganz große Leere, die ich im ersten Moment verspürt habe. Dass er eigentlich nicht nur fürs Mikrofon gelebt hat, sondern 24/7 für die Adler. Du kannst 10 Spiele am Stück verloren haben und der Udo ist vorne gut gelaunt und versucht, den Fans ein positives Signal der Mannschaft zu geben. Das Herz der Adler, ja, das hat er verkörpert. Ja, liebe eisige Freunde, es ist angerichtet. Ich habe sofort gespürt, dass da eine ganz große Lücke ist. Weil der Udo eigentlich so zur Familie, zu unserem Leben gehört hat. Und er war Kollege, war Freund, er war eigentlich alles in einer Person. Also er war einer von uns. Punkt. Ich war in diesem Jahr bei allen Auswärtsspielen. Heute, Freunde, machen wir die Dosen platt. Udo war ein Mensch, der kam in den Raum. Jeder war schlecht gelaunt, Udo ist im Bus, macht eine Ansage und jeder feiert es einfach und ist wieder gut gelaunt. Und so Dinge waren das halt, über die wir uns unterhalten haben. Ja, und ich glaube gerade für seine Jungs, wie er immer gesagt hat, da hat er alles gemacht, was möglich war. Und, ja. Er war nie im Stillstand. Der Udo war einer, der war nie im Leerlauf. Er hat alles gemacht, für jeden. Den kannst du nachts anrufen, wenn du in Hamburg auf der Autobahn liegst. Dann setzt er sich ins Auto und holt dich. Er ist im Prinzip für jeden da, wenn man ihn braucht. Ehrlich, ich habe keinen Menschen in meinem Leben kennengelernt mit so einer Authentizität und mit so einem großen Herzen und mit so einer Grundehrlichkeit. Was wir auf jeden Fall schon geplant haben, ist, dass wir bei den Auswärtsbussen des Fanprojekts den vorderen rechten Platz immer freilassen. Da war Udo immer gesessen und der Platz wird für ewig frei bleiben für den Udo. Und er ist, glaube ich, auch sehr dankbar für das, was ihm die Menschen gegeben haben, mit der Offenheit, mit der ihm begegnet wurde. Und ich glaube, er schaut zufrieden auf uns runter. Wenn du wüsstest, dass der Udo noch einen Tag zu leben hätte, was würdest du ihm da sagen? Ich glaube, ich könnte nur sagen, danke, mein lieber Freund.